In Ägypten. Da war eine Frau in Urlaub und die hatte so tolle Zähne und ich habe sie gefragt, wo sie sie hat machen lassen. Und da hat sie mir das erzählt von Dentaprallen. Ja, und dann habe ich das auch gemacht. Sie war eine Angstpatientin und hatte eine Höllenangst davor, sich neue Zähne machen zu lassen. Aber hier durch den Dämmerschlaf, den man bekommen kann, hat das alles wunderbar funktioniert. Und da ich auch eine Angstpatientin bin, habe ich sofort gesagt, dann mache ich das auch. Ja. Das war erstmal die tolle Technik, die hier ist. Habe ich in Deutschland auch noch nie so erlebt. Und alles unter einem Dach. Man muss nicht von einem Arzt zum anderen rennen oder von einer Klinik zur nächsten. Und hier ist alles so schnell in 10 Tagen passiert. Und das war das Ausschlaggebende. In Deutschland hätte das ein halbes Jahr gedauert. Ja, und nicht so schön. So jung, ich fühle mich 10 Jahre jünger. Ja, die beste Klinik, Zahnklinik, die ich mir vorstellen kann. Auf der ganzen Welt. Ja. Wo man tolle Zähne eben bekommen kann. Ja. Und ganz schnell. Ja. Und das werde ich ihm erklären. Auch wenn ich Angst habe, nach wie vor. Aber wenn ich nochmal muss, komme ich wieder hierher. Das ist das Wichtigste überhaupt. Wenn ich mit jemandem spreche, ich schaue auf den Mund. Und wenn ich dann sehe, dass jemand schlechte Zähne hat, dann ist mir der Mensch schon nicht so ganz sympathisch. Deswegen finde ich, also gute Zähne, das ist das Wichtigste, was es gibt, ja. Dann kommt alles andere erst.